Ich frage mich, wenn ich Speicher auch lade, ob dann die ganzen Fenrirs wieder hier sind oder ob dann wirklich nur die beiden, die da sind, da sind. Hau drauf. Wenn du bist, hier hau drauf. Vidola. Übrigens zwei schon besiegt. Hacker und Shears. Schöner Block. Kritische Pfeile. Und dann gucken wir mal, wie wir da zu der einen Quest kommen. Ich glaube, ich mache den Garuda erstmal weg. Weil. Hier Amoklauf. Nein. Er hat das geringe. Ja, es hat geringe. Ich vergesse das andauernd. Geringe Chance zu treffen. Aber. Oh, die ist aber sogar dazu. Wunderherrlich. Ich sollte den Amoklauf nicht einsetzen. Kritische Pfeile. Ich sollte es am besten auch wegmachen, wenn mir die Möglichkeit geboten wird. Hoch, Vidola. Ihr überlebt das Arubino. Danke. Es hat sich selbst getötet, aber einer einen Reflekt hatte. Das war aber sowas kurz vor knapp. Das finde ich gar nicht gut. Deswegen habe ich den Arubino direkt mal geheilt, auch wenn hier kein Gegner mehr ist. Russige Dämonenkiste. Dann hier Essenz. Und magischer Spiegel. Hier noch irgendwie Miman oder so. Ich denke mal, in den neuen Gebieten werden keine Mimans sein. Was sagt die Karte? Es macht keinen Sinn, hier jetzt wirklich groß rumzulaufen. Oder zurückzulaufen. Dann mache ich mal den hier. Ich rede mal mit dir. Ich habe Zeus besiegt. Was sagst du dazu? Ah, nicht nur ist die Erkenntnis verloren, auch der große Zeus wurde besiegt. Ja. Das stimmt. Dann Erholung. Dann gucke ich noch mal, was die Gruppen sagen, ob hier einer noch was gelernt hat. Okay, dann versuchen wir noch mal nach Garuda zu kommen und von dort aus irgendwie auf die Dächer. Ich weiß auch nicht, wie das so klappen soll, aber Garuda dürften wir jetzt aber auch schaffen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Level er war. Aber das dürften wir ja schaffen. Ich glaube, von hier aus könnte das gut sein, dass wir da hier hinkommen. Warte, wo bin ich? Dann hier einfach runter. Und, wie gesagt, ich muss andauernd auf die Karte gucken. Mache ich mal hier. Damit ich nicht so oft auf die Karte gucken muss. Die sind mir alle egal. Die Lucarus und die Königin Medbe. Die sind nicht so interessant. Da sind natürlich jetzt Drones, die jetzt was anderes sagen könnten. So nach dem Motto, ich greife dich an. Ne, die hauen auch ab mittlerweile. Ich habe nämlich auch nicht so, wo ist die Lust? Okay, jetzt gehe ich ein bisschen falsch. Da habe ich schon eine Markierung auf der Map und dann laufe ich trotzdem irgendwo andersrum. Ich glaube, jetzt hier so lang komme ich hier einfach durch das Gebäude durch und dann. Ich habe gehofft, dass das gehen würde. Gedanken mal 13. Ne, ich muss tatsächlich da durch das nordische Gebiet latschen. Na, schade. Aber wenigstens gehen mir die meisten Gegner nicht mehr auf den Keks. Die wilden. Was aber dann auch wiederum doof ist, weil die geben auch dann nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Heißt, ich krieg wirklich nur noch Erfahrungspunkte durch, ja, durch Gegner. Also durch Quests erfüllen und. Also nicht durch Gegner, sondern durch Quests erfüllen und
Gegner in Quests und Quests, die halt die Erfahrungspunkte geben. Also muss ich halt wirklich Quests machen, bevor ich hier wirklich irgendwie noch stark werde. Also damit ich stark werde, meine ich. Okay, ich wollte auch gar nicht hin. Mein Freund, ich weiß auch gar nicht, was du da... Oh, eine Magatsu-Schiene. Wo führt die hin? Führt die hin? Ah, okay, ich verstehe. Okay. Ich kann mir das Spiel gar nicht mehr vorstellen, ohne die ganze Magatsu-Schiene. Ist bestimmt hart scheiße. Da ist niemand, den ich letztes Mal wahrscheinlich übersehen habe, weil ich hier nie drauf war wahrscheinlich. Weil ich war hier in dem Gebiet schon, weil wir hier Fion besiegt haben und vor Garuda weggelaufen sind. Nordischer Gott Odin soll Schlüssel der Harmonie haben. Odin und Harmonie, weiß ich aber auch nicht so genau. Genauso wie Zeus und Nächstenliebe. Ist Zeus nicht irgendwie so ein mega rachsüchtiger Gott? Da verwechsel ich ihn gerade mit Odin. Vielleicht auch keiner von beiden. Könnte, ja, ich weiß schon, oh Gott, die Werke Titania hier versuchen. Ich glaube, Max. Okay, Zio ist es doch nicht. Kraftschlag auf dich. Der Biss auf dich. Ich weiß echt nicht mehr, was deine Schwäche war. Was ist hier resistent gegen? Ich mache nochmal Hamazarion. Damit hier alle sterben. Magische Räucherstäbchen, Titania Essence. Bisschen Geld, bisschen Erfahrung. Alles ein bisschen. Ich hätte auch gedacht, dass ich vielleicht von hier runter kann und von da aus irgendwie auf die Gebäude drauf. Vielleicht laber ich auch Bullshit, aber wir probieren es gleich mal, nachdem wir Garuda besiegt haben. Garuda war hier irgendwo. Der kommt, sobald wir in der Nähe von dem hier nicht Gebäude, sondern von dem Ort sind. Hey Garuda, du Pisser! Ich mach dich fertig! Deine Schwäche dürfte Zio sein. Ja, komm her. Und davon habe ich jede Menge. Gegnerzug. Okay. So viel zum Gegnerzug. Was für ein Level hast du? Was die Barrieren? Level ist 80. Ich hab's vergessen. Ich habe aber gespeichert. So ist es nicht. Versuchen wir es mal. Kopfschlag. Wenn der Biss. Mammutung wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Okay. Wir haben es wenigstens. Versucht, da Donners Verderben zu viel weniger MP verbraucht, mache ich Donners Verderbens, Abschlag. Vergeltung. Okay, ich dachte, das wäre der Angriff von ihm, also Kaja, Person Ausweichen. Jetzt sammelt Magatsui. Das ist ja wunderherrlich. Ich sollte mal wieder nach Gustav gehen und Sachen einsammeln. Kaufen. Trennender Biss. Vergeltung, ja, wir mehr resistent so ein bisschen. Dämpferkraft, wo ist es? Ja. Und du gehst mal lieber in Deckung. Machen wir erstmal lieber so, als Sundine. Okay, wunderherrlich. Vielleicht kriege ich auch ein Level 80er Platt mit Level 70. Das wäre lustig. Fände ich. Das finde ich lustig und gut. Okay, dann Biss. In der Nähe. Nach Megidola, weil du hast ja sowieso nicht so. Also Kaja, willst du noch ausweichen erhöhen? Du hast ja sowieso nicht so tolle Sachen. Nebirus. Hier dann als Verderbens. Dann Kopfschlag. In der Nähe. Dann Biss. Gegen der Nähe. Okay, schöner Block. Da waren unsere Runden alle für den Arsch. Ah,
Hast du irgendwelche... Nee. Das ist nicht so viele geile Sachen, Nebiros. Okay, das ging leider daneben. Was hat dein... Okay, da sind leider zwei schwach gegen. Okay, ein schöner Block. Da tauschen wir mal. Ich nehme Thron rein, damit er heilen kann. Wo ist er denn? Da ist er. Weil der kann alle heilen. Ist, wir müssen nur... Also alle Dinger müssen treffen. Diorama, schön. Ja, da. Also Kaja, Position ausweichen erhöht. Nach. Also Kaja, Position ausweichen erhöht. Da setze ich mal Folgendes ein, Donner des Verderbens. Und dann, weil ich keinen Bock auf seinen Scheiß habe, Amulett der Reinigung. Und trennen Levels. Und dann werde ich Gokmagok mal auswechseln, glaube ich, oder? Lamaon wäre, glaube ich, eine kacke Idee. Ich könnte aber mal Rangadine einsetzen, aber ich könnte auch mal vielleicht einfach heilen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Dann was für Derms. Setzt du nochmal einen Gegenstand ein, wie zum Beispiel ein Elektro-Juwel hier auf ihn. Also Kaja, ausweichen erhöhen, ganz gut. Da fällt mir gerade was ein. Ich habe doch selbst einen Garuda. Das ist, was sind deine Schwächen, mein Freund? Deine Schwäche ist Zio. Nur Zio. Und das Verderbens. Dann noch so ein Reinigungsjuwel oder Amulett oder was auch immer. Amulett der Reinigung. Toller Biss. Oh, dann Gegenstand. Ein Elektrojuwel. Die haut rauf. Und das Verderbens haut rauf. Ah, komm, auch ein Elektrojuwel. Was soll der Guide? Wie viel habe ich denn? Ach, kostet nur 1000. Also nur. Nur ist gut, weil... okay. Bitte mal ein Crit. Das wäre sehr schön. Ich könnte auch mal dazu einsetzen, damit wir alle critten. Okay, Runde verschwindet, weil ich setze da was ein. Aber erstmal Donners Verderbens, weil das... Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das trifft. Amulett der Reinigung, ja, weg mit dem Scheiß. Render Biss, bitte ein Crit, das wäre zu schön. Elektrojuwel, weil heilen brauchen wir nicht wirklich. Und dann das Verderbst. Noch ein Elektrojuwel von mir. Render Biss. Was ist denn? Jetzt weiß ich, okay. Nochmal Masukaja. Ja, okay, gut. Was für Derms. Ich wollte eigentlich was anderes einsetzen, aber wir machen wieder Amulett der Reinigung. Dann Trender Biss. Wir haben fast keine MP mehr mit Cerberus, deswegen tauschen wir den, glaube ich, gleich ein. Was für Derms. Was wollte ich mit dir einsetzen? Ja. Ich wollte dir MP geben, indem ich... Wo ist das? Erstes Entzugsjuwel. Dann muss ich das einsetzen. Okay, das war nicht wirklich viel MP, aber ein bisschen. Dich tausche ich gegen irgendwas, was Elektro kann. Das Elektro. Ananta. Komm mal rein. Was ist denn dein? Okay. Einer hat geblockt. Wunderherrlich. Dann das Verderbens. Ja, lass das mal nach. Nach dem Elektrojuwel. Warte. Wieso ging das daneben? Egal. Kommt Drachenschlag. Okay, du machst mir Diorama. Damit alle so ein bisschen geheilt werden. Donner des Verderbens.
Nochmal ein Elektrojuwel. Diesmal nicht daneben. Danke. Okay, das waren ein paar Crits dabei. Was heißt ein paar? Das waren alles Crits. Er ist damit Magatsui. Das ist nicht gut. Dann des Verderbens. Ihr Kraftdämpfer. Kraft. Und Drachenschlag. Mediarama. Wie ist tatsächlich lieber in Deckung, je nachdem, was ihr da einsetzt. Es sind immer noch ein Level 80er, ne? Also nicht falsch verstehen. Okay. So viel zu sein Magatsui. Es ist ein Level 80er. Der nur Kacke im Kopf hat. So, Drachenschlag. Machen wir hier Rama. Gehen wir das mit Derms. Dann hol dir nochmal ein bisschen MP. Die Juwelen setze ich eh nicht ein, wie das ist Entzugsdinger vom Drachenschlag. Lieber nochmal Mediarama. Okay. Was denn dein? Danke für den Block, aber alle leben gerade noch so. Donner des Verderbens. Dann nochmal so ein ganzes Entzugsjuwel. Vom Drachenschlag. Mediarama. Donner des Verderbens. Kannst du? Kopfschlag. Ging daneben. Ja, toll. Ich wollte eigentlich noch mit Ton heilen. Aber es ging ja so ein bisschen daneben. Die ganze Hose. Gegenstand. Mach lieber nochmal so ein Elektrojuwel. Obwohl, die sind teuer. Und das ist ein Zugsjuwel. Benutze ich eh nicht so viel. So ein Drachenschlag. Mediarama. Kann ich nicht einsetzen, mein Hammer und wird nicht so viel bringen. Gerne mehr. Mit der MP erholen für alle Verbündeten. Könnten wir machen. Ach, MP. Das ist nicht so das Intelligenteste. Hier machen wir Elektrojuwel. Ja, das Verderbens. Und da haben wir ihn besiegt. Unterstützung Sutra und einen großen Ruhmkristall und sehr viel Erfahrungspunkte. Doch gerade vergessen, dass es diesen Skill noch gibt. Das ist ein Zug. Na, komm, ne. Auf Y. Mach ich das weg. Eine solche List ist ungeheuerlich. Wer bist du? Ein einfacher Bauer sollte unsere großen Pläne nicht stören. Ich muss dem großen Vishnu berichten, aber ich kann nicht. Es ist halt meine Schuld, dass man mich niederschlug. Okay, wichtige Mission, Garuda. Kann jetzt beendet werden. Da müsste ich rüber. Das schaffe ich von hier aus nicht wirklich, ne? Ich heile erstmal eine Runde. Du Samerikam auf alle, die es haben müssen. Und dann die Han auf alle, die es haben müssen. Sind alle geheilt, soweit. Dann Gruppe. Du lernst noch was. Der Rest nicht. Ich weiß leider nicht mehr, wer alles noch was lernt. Ja, du. Cerberus. Halt Ananta. Aber Cerberus hat auch nicht mehr viel MP. Und dann du. Nebiros. Okay. Ich habe ja nochmal eine Runde, weil Garuda gerade down gegangen ist. Und dann versuche ich erstmal hier irgendwie. Ich bin nicht gesprungen, aber ist das auch nicht mega schlimm? Nee, ich war hier ja. Ich erinnere mich, das ging von hier aus nicht. Soweit ich das verstehe, sind die grauen Gebäude tatsächlich welche, wo du drauf gehen kannst. Die
gesperrten Gebäude, da kannst du nicht drauf. Okay, dann laden wir nochmal neu. Ich habe ja gerade gespeichert, so ist es ja nicht. Genau deswegen habe ich gespeichert. Damit ich, falls ich ja runterspringe, dann nicht da hinkomme, wo ich hin will. Ich versuch mal hier mein... Oh, das sieht auch wie gewollt fast aus. Weil... das ziemlich nah am Berg war. Wieso habe ich das beim ersten Mal nicht verstanden? Hier soll irgendwo ein Dämon sein. Warte, das soll... Wo? Ja, dafür muss ich die drei wahrscheinlich ausgerüstet haben. Um das zu machen. Das war, glaube ich, die Quest mit den drei Dämonenschwestern, ne? Die Mäuren. Hier, Lotho. Ich meine, nachher ist es, hätte ich auch nehmen können. Und die sind ja alle ziemlich hochgelevelt mittlerweile. Und Atropos. Okay, wo zum Henker ist das? Okay, jetzt kann man das aktivieren. Die Bedingungen wurden erfüllt. Möchtest du Norn herbeirufen? Norn herbeirufen. Elegant. Du hast das alle drei versammelt. Gut gemacht. Aber wenn du Norns Kraft leihen willst, hat die wahre Prüfung erst begonnen, Junge. Genau, wir müssen uns erst von Norn beweisen, ehe sie unsere Kraft anerkennt. Oh, du bist eine Uhr. Dich habe ich schon gesehen in den Fusionen, glaube ich. Habe schon auf deine Ankunft gewartet. Na, Hubino, Einheit von Erkenntnis und Leben. Auf dir lastet das Schicksal, das den mächtigen Göttern von Asgard gleichkommt. Menschheit wird vom Schicksal gebeutelt. In ihrer Arroganz verspotten die Götter den Willen des Schicksals. Du, sowohl Mensch als auch Gott, solltest es beides nicht tun. Ja, du bist ja Überweltliche. So bestimmt der wahre Natur des Schicksals zu kennen. Wir sind das Schicksal selbst. Was du dir... Heute dir siehst du die dualen Aspekte des Schicksals. Eine wird dir einen Sieg sehen, der andere deine Niederlage. Keine Angst, wir sind bei dir. Und nun zeigt mir die Kraft, die das Schicksal überwinden wird. Bist du auf Level 70? Deswegen... Okay, du hast so eine Viecher. Was für ein Level sind... Okay, du bist Level 75. Immer mal Zybarion. Okay, das ist die Schwäche von den... wollen wir Schlaflied? Gehen auf alle daneben. Wunderschön. Makajamon. Siegel. Versuchen wir es mal. Okay. Gut. Mabufu dahin. Das könnte... Rasuta-Bonbon. Okay, sie hat... Sie verbessert alle. Schlaflied. Einer hat geblockt, der Rest ist eingeplant. Siodine. Geblockt. Der ist eingeschlafen, wunderherrlich. Marakam reflektiert einen Magieangriff. Jan Ritter, Schade der Hygelia. Die Wirkung des nächsten TP heißt, ja okay, Schade der Hygelia. Hygia oder wie das heißt. Okay, die pennen alle. Ja, aus. Okay. Schlaflied. Mal gucken, wie das jetzt wird. Die im Ritter mit einer für einen, ne? Dann auf den Arubino. Dann heilen wir ihn komplett. Du passt mal, damit der Arubino angreifen kann. Mein Bufutan war jetzt nicht so toll. Nochmal Hammer on. Auf die. Ich weiß nicht mehr, was deren Schwäche und Stärken waren. Mach nochmal das hier. Mach nochmal Schale der Dingenskirchen. Ich glaube, ich habe den Arubino nicht die MP geheilt, das sehe ich gerade. Alle Werte erhöht. Theodine. Aua. 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 Ich hätte verteidigen sollen, ne? Das wäre vielleicht intelligent gewesen.
Wieso? Ah ja, weil ich übers Ziel hinaus geheilt worden bin. War intelligent von mir. Ja, ich hasse das, aber ich mach das mal. Du machst nochmal die Ritter auf dem Arena. Makajama on. Das ist nicht so mega intelligent. Erhöht den Angriff, erhöht die Präzision ausweichen. Okay, machen wir das hier mal. Erhöhen wir unsere Sachen. Bubarion, hier auf dich. Ich hätte vielleicht ein paar Sachen entfernen sollen, aber ich habe auch nicht. Ich bin nicht nach Gustav gegangen. Siodalen, danke fürs Blocken. Vielleicht göttliche Pfeile, damit wir auch alle so ein bisschen gehen. Nicht nur auf die Uhr. Hier im Ritter, auf dich. Dann nochmal hier das Ausweichen erhöhen. Gegenstand. Amulett der Reinigung. Hier hört auf mit dem Scheiß. Ein Hammer an. Schöner Block. Love Lead. Geblockt und daneben. Und geblockt. Das war eine wunderherrliche Runde. Nochmal göttliche Pfeile. Die im Ritter. Ich muss so ein bisschen. Ich könnte auch andere Leute mit reinnehmen. Ich mach mal Tura Kaja. Aber das ist nicht so mega cool, mit denen hier jetzt hier zu hantieren. Hammerhorn macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ufo Varion. Ich geh mal auf dich. Okay. Angriff. In der Nähe. Dierhahn. Love Lead. Schön daneben. Göttliche Pfeile. Wer muss geheilt werden? Du. Ach, hier ist es. Nochmal ein bisschen stärker machen. Und ich sollte Buku dahin einsetzen, weil das auf alle geht, auch wenn, das wenn sie resistent Pinsen haben. Okay, wer schifft alles? Jodain, okay. Quasi Atropos ist die einzige, die gerade am Schaffen ist. Göttliche Pfeile. Hier im Ritter. Auf. Ja, der Nolino brauchst du eigentlich am meisten, aber Atropos hätte ich heilen können. Okay, Angriff ist kacke. Magie basiert. Göttliche Pfeile ist Magie basiert. Okay, da habe ich keinen Mist drauf. Angriff. Schön geblockt. Und die sammeln Magazui. Ich weiß leider nicht, was die für Sachen einsetzen. Die haben, glaube ich, eben schon Magazui eingesetzt und bin beinahe gestorben. Göttliche Pfeile. Die im Ritter. Hier schön die Magiereflektion reintun. Dann nochmal das auf den Naubino. Ja, ich passe. Und gehe mit den Naubino in Deckung. Ich habe vergessen, was sie für ein Element benutzen. Einfach Angriff. Gibt es auch einen Physikdämpfer? Juda, schön. Okay, gut gemacht. Immer göttliche Pfeile. Mediarama. Ja, Ritter. Nochmal auf den Naubino. Dono Magichi auf den Naubino. Rufudein oder ne, Rufudein kommen hier. Damit wir alle ein bisschen Schaden machen.
Ramon. Schön. Schön reflektiert. Göttliche Pfeile. Gehen aber so ein bisschen die MP aus. Ich sollte vielleicht. Ich bin dem nicht. Okay. Mal das hier. Gegenstände. Chakra. Chakra-Topf. Wie den Albino. Ich würde das hier einsetzen, weil sie sind zwar. Sie sind zwar resistent dagegen, aber ich krieg dafür eine Runde mehr. Das habe ich komplett vergessen. Hier auf den Albino. Auf den Albino. Und dann. Der Wukudain, damit alle so ein bisschen was abkriegen. Dann nochmal Matsi Barion, damit wir wieder eine Runde mehr haben. Okay, die Uhr haben wir besiegt. Dann Media Rama, dann. Okay, nee, ich kann auch die im Ritter einsetzen. Das ist glaube ich weniger, ja. Dian, das ist natürlich doof. Siodine. Göttliche Pfeile. Sakanagi, hier hauen wir drauf. Wir versuchen mal auf eine zu gehen. Hier auch ein Albino. Ja, ich sollte weiterhin mit Magie angreifen, fällt mir ein. Judai, schön geblockt. Deswegen göttliche Pfeile, weil das macht mehr Schaden. So ein ganzes Buff-Team, also ein Team, das nur Buffen tut. Da habe ich auch nichts gegen, ne? Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Schlaflied. Schön geblockt. Göttliche Pfeile. Rakam. Magiki. Machen wir mal Hammer on, weil das macht mehr Schaden. Ja, göttliche Pfeile macht am meisten Sinn. Duno Magiki. Warte, sie ist doch schwach gegen körperlich. Okay, Amoklauf ist auch daneben gegangen. Sie ist schwach gegen körperlich. Vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Was trotzdem göttliche Pfeile, weil du Duno Magiki hast. Ich guck mal, wie viel ein normaler Angriff macht. Okay, 80 von dir. 80, 89 von dir. Hatte sie so wenig Leben? Hab gar nicht aufgepasst. Ein Heilsutra, hey. Konzentrationsjuwel. Muss gleich mal nach Gustav ein paar Sachen kaufen. Norn und die Moirin werden sich dem vorbestimmten Ausgang fügen. Ich habe deine Kraft ermittelt. Diese Münze, geprägt mit den Bildnissen der Schicksalsgöttin auf beiden Seiten, ist jetzt in deiner Hand. Was hiernach kommt, ist die Änderung des kosmischen Vorsehungen. Aber lass mich eine Frage stellen. Was hältst du vom Schicksal? Etwas, das einen führt? Menschen sind verlorene Kinder, geboren in Dunkelheit hinein, der weder Klang noch Licht sie erreicht. Ohne dass sie es merken, greifen sie einen einzelnen Faden mit ihren Händen. Sie gehen nach vorne entlang des Lebensfadens. Das ist das, was wir Leben nennen. Oder vielleicht will es jemand anderes so. Aber vergiss eines nicht. Die Göttin lächelt auf dich herab. Danke. Bist du jetzt in meinem Team? Er hat ein super Fernglas. Ist das ein Fernglas, was ich immer einsetzen kann? Ohne es zu verbrauchen. Meine Magie wird nicht erhöht. Nur meine Vitalität. Was eigentlich auch was Feines ist, aber das ist doof.
sehr viele Level-Ups. Okay, sie kommt nicht mit.